So, ihr geilen Fickers und Fickerinos, da sind wir auch mal wieder bei der weiteren Illustrationsrunde Undertale mit mir, Lunetschki, Jawolskin. Ich weiß, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ihr habt mich in den Kommentaren alle zu Recht verteufelt für die Aktion mit Toriel. Aber mein Gott, ich habe ja gesagt, ich will das Spiel so spielen, wie ich es am Anfang einfach spielen würde. Ich wusste ja nicht, dass man sie töten kann. Ich habe gesagt, wirklich, das wäre nur so ein Übungskampf zum Testen, ob ich überhaupt stark genug bin, um rauszudürfen. Dass sie dann irgendwann sagt, okay, du hast bewiesen, du bist stark genug und jetzt geh und finde deinen Weg und dann lässt sie mich einfach ziehen. Ich wusste nicht, dass ich sie töte. Das war ja wirklich nicht meine Absicht. Aber na gut, das ist ein Teller mit gefrorenen Spaghetti. Er ist kalt und klebt am Tisch fest. Das ist eine Notiz von Papyrus. Mensch, bitte genieß diese Spaghetti. Du weißt ja gar nicht, dass das eine Falle ist. Nur um dich zu ködern. Du wirst so mit dem Essen beschäftigt sein, dass du keinen Fortschritt erzielst. Erneut ausgetrickst vom großen Papyrus. Papyrus. So, ist das hier eine Mikrowelle? Ausgesteckte Mikrowelle. Alle Einstellungen zeigen Spaghetti. Toll! Die Maus. Ob man mit der irgendwann mal was machen kann? Würde mich jetzt echt mal interessieren. Warnung, Hundehochzeit. Okay. Muss man da gewarnt für werden? Ach, guck mal, man kann hier irgendwas freilegen. Icecup und Snorlax stehen seufzend vor dir, Jerry. Ah, guck mal, mit Jerry kann ich irgendwas machen. Abservieren. Du versuchst zusammen mit den anderen Monstern Jerry abzuservieren. Ah, oh, seht ihr mal. Okay, da ich ja wie gesagt habe, ich will machen, was ich will, hau ich weiter drauf ein. Jetzt ist eh egal. Opala. Scheiße, jetzt habe ich vergessen. Alter Schwede. Wow. Okay, Glück gehabt. Zack, und Kampf. Jawohl, down ist er. Neidisch zu schade. Oh, jetzt kommt er schon wieder zurück, oder was? Ist da jetzt wieder jemand gekommen? Jemand wiedergekommen? Schildwerk ist seine eigenen Hausaufgaben. So. Ich denke gerade, Leute, dreht die Musik ganz laut auf. Die Monster sind witzig. Nein! So. Das kriegen wir doch hin. Schildrake, du bist jetzt down. So. Jerry können wir abservieren wieder. Du versuchst zusammen mit den anderen Monstern Jerry abzuservieren. Du warst siegreich, ne? Lass ich PM 35 Gold erhalten. Machen wir erstmal das Ding hier frei. Ich verstehe es gerade nicht. Es ist eine Karte, oder? Da ist ein X auf der Karte. Bei irgendwas oben rechts wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ist das Gebiet hier? Und ich muss hier irgendwie... Im Schnee ist ein versteckter Schalter. Klick! Gut, das war jetzt nicht so schwer. War auch recht offensichtlich noch, dass man da ja was drücken konnte. So. Hier ist nichts zu drücken. Das ist alles schön. Oh. Oh, wer seid ihr denn? Die Wauwaus. Was ist das für ein Geruch? Woher kommt dieser Geruch? Wenn du ein Duft bist, identifiziere dich. The fuck? Hier ist dieser Geruch. Ich möchte etwas ausschalten. Dich ausschalten. Oh nein! Hundepaar greift an! Können wir vielleicht streicheln? Die Hunde achten zu sehr auf deinen Geruch. Pfoten weg, du muffiger Mensch! Das ist nicht dein Ehemann, ja? Alter Schwede, okay. Hoppala. Hopp und hopp, hoppala. Oh! Oh ho ho! Die Hunde nutzen ihre Äxte! Ich zeig Gnade. Verschonen. Die wollen sich nicht verschonen lassen! Das ist jetzt ein Problem für mich. Ich will verschont werden. Vielleicht herumrollen. Du rollst dich in Dreck und Schnee umher. Du riechst wie ein komischer Welpe. Treten wir Menschenschwänze? Haben Menschenschwänze? Ich kann auch einfach hier unten bleiben, oder? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann hier besser ausweichen. Kann ich nicht irgendwas machen? Herumrollen. Du rollst dich in Dreck und Schnee umher. Du riechst wie ein komischer Welpe. Oh, sehr nutzlos, ey. Oh, ich erwische die dauernd die Kacke. Ich kann nicht so gut ausweichen. Ich bin schlecht. Die Hunde schnüffeln erneut an dir. Nach dem Herumrollen im Schnee riechst du in Ordnung. Was riecht nach? Bist du etwa ein kleiner Welpe? Oh nein! Oh, fuck you! Die Hunde denken, du wärst ein verloren gegangener Welpe. Streicheln. Du streichelst sogar Rissa. Okay, alles klar. Es ist total scheiße hier.
Ich werde andauernd getroffen. Jundel fesseln sich Komplimente zu. Kann ich vielleicht Gnade zeigen? Verschonen. Oh, nee. Sowas bringt überhaupt nicht, ey. Shit, fucking fuck shit. Wie soll ich in dem Kampf ohne zu kämpfen? Wie sagt ihr, ich soll nicht kämpfen? Die Hunde wissen bereits, dass du gut riechst. Oh, shit. Das wird ja überhaupt nichts mit mir, ey. Streicheln, du streichelst sogar Ressa. Okay. Ich werde dauernd getroffen, Mann! Ein Hund, der streichelt, wow. Ich werde wahrscheinlich kämpfen müssen. Anders komme ich nicht drum rum, aber es gibt doch die Möglichkeit, sich zu verschonen, habt ihr mir erzählt. Dass man jeden Einzelnen irgendwie verschonen kann. Mach mal herumrollen, du rollst dich in Dreck und Schnee umher. Du riechst wie ein komischer Welpe. Scheiß Dreck, ey. Okay, so kann man immer ausweichen. Ich werde wohl in den Kampf gehen müssen, Leute. Anders ist es hier gerade nicht möglich. Tut mir leid. Ich hoffe, ich verrecke jetzt nicht hier irgendwie. Was passiert dann? Vom letzten Save Point aus fortsetzen, okay. Schade. Muss ich kämpfen. Und ihr meintet, ich kann den Kampf immer umgehen. Man, es gibt irgendwie die Möglichkeit, nicht einmal kämpfen zu müssen. Opala. Wimmer. Oh. Oh. Heul dich an. Heul. Ja, kann ich jetzt leider nichts machen. Kann ich dich jetzt vielleicht verschonen? Kann ich Gnade beweisen? Ich werde nichts anderes tun können. Das mit der Tat funktioniert irgendwie nicht, Leute. Das ist schade. Werde ich also kämpfen. Tut mir leid um den Wauwau. Ich wollte ihn ja auch nicht töten. Ihr habt gesehen, ich hab's versucht. Aber es geht halt immer nicht anders. Du warst siegreich, 60 EP und 50 Gold erhalten. Deine Güte stieg an. Yay. Ich werde mich erstmal heilen, oder? Karamellkuchen. Was kann sie denn, die Nice Cream? Anstatt eines Witzes bekommt man ein Kompliment. Oh, ich möchte gern. Ist das so süß wie du? Es wurden 15 AP gehalten. Oh. Okay, was ist denn jetzt los? Was kann man hier machen? Verwandle das X in ein... Oh, drücke dann den Schalter. Gut, das ist jetzt nicht so schwer. Bestimmt eine Falle. Nein, doch nicht. Was? Wie konntest du meine Falle umgehen? Und viel wichtiger. Ist doch etwas für mich übrig? Was erzählst du, Papyrus, über seine Spaghetti? Gegessen noch übrig? Ich sag gegessen. Wirklich? Wowie. Noch nie zuvor hat jemand mein Essen verspeist. Na gut, quäle dich nicht. Ich, Meisterkoch Papyrus, werde dir all die Pasta kochen, die du möchtest. Mein Bruder hat angefangen, Socken zu sammeln. Wie traurig. Manchmal frage ich mich, was er ohne einen coolen Typen für mich machen würde. Mensch. Wie sage ich das nur? Du hast dir viel Zeit gelassen, also habe ich das Rätsel ein bisschen aufgepeppt, indem ich den Schnee nach meinem Gesicht gestalte. Und glücklicherweise ist der Schnee festgefroren. Jetzt ist die Lösung eine andere. Und wie üblich ist mein fauler Bruder nirgendwo zu finden. Ich denke, was ich damit sagen will, ist... Keine Sorge, Mensch. Ich, der große Papyrus, werde das Rätsel lösen. Dann können wir beide weitermachen. In der Zwischenzeit versuche, das Rätsel selbst zu lösen. Ich werde die Antwort nicht verraten. Aber nichts X in ein O. Drücke dann den Schalter. Das ist jetzt nicht so schwer. Ach so, okay. Na gut, kann ich einfach mal außen rumlaufen. Und die beiden X dann noch einfach mal drücken. Ganz easy. Ist jetzt nicht so komplex. Wow, du hast es gelöst. Und das ganz ohne meine Hilfe. Unglaublich, ich bin beeindruckt. Dir müssen Rätsel so viel bedeuten wie mir. Ich bin mir sicher, das nächste Rätsel wird dir gefallen. Es ist vielleicht sogar zu einfach für dich. Na mal schauen. Oh, Dicky McSpeck ist wieder da. Gute Arbeit, du hast echt schnell geschafft. Und du hast nicht einmal meine Hilfe gebraucht. Das ist super. Ich mag es nämlich möglichst gar nichts zu tun.
Wie gesagt, ich habe auch schon gelesen, dass wenn ich irgendwie die Charaktere töte, irgendwie dann auch nicht mehr so in den Genuss komme mit coolen Dialogen und sowas. Wenn man sie am Leben lässt, hat man nämlich einfach bessere Möglichkeiten. Aber ihr habt gesehen, ich kann sie nicht am Leben lassen. Das ist alles nicht möglich. Hey, es ist der Mensch. Hab ich gerade verschluckt. Du wirst dieses Rätsel lieben. Es wurde von der großen Dr. Alphys erschaffen. Siehst du diese Felder? Sobald ich den Schalter umlege, werden sich ihre Farben ändern. Jede Farbe hat eine andere Funktion. Rote Felder sind unpassierbar. Du kannst sie nicht betreten. Gelbe Felder sind elektrisch. Sie werden dich schocken. Grüne Felder sind Alarmfelder. Wenn du sie betrittst, musst du ein Monster bekämpfen. Orange Felder lassen dich nach Orangen riechen. Du wirst danach köstlich riechen. Blaue Felder sind Wasserfelder. Schwimme, wenn du willst. Doch, wenn du nach Orangen riechst, werden dich die Piranhas beißen. Und wenn ein blaues Feld neben einem gelben Feld ist, bekommst du auch einen Stromschlag. Violette Felder sind glitschig. Du schlitterst zum nächsten Feld. Doch die glitschige Seife riecht nach Zitronen. Das mögen die Piranhas nicht. Violette und Blau sind in Ordnung. Pinke Felder machen gar nichts. Betrete sie, wann immer du möchtest. Wie klingt das? Verstanden? Erklärung verstanden? Ja, natürlich. Großartig, eine Sache gibt's noch. Dieses Rätsel ist komplett zufällig. Wenn ich diesen Schalter umlege, steht ein völlig neues Rätsel. Nicht einmal ich werde die Lösung kennen. Los geht's! Wie jetzt? Ah, okay, es generiert erstmal. Ernsthaft? Wow, was ein spannendes Rätsel. Oi, ich hab jetzt mit sonst was gerechnet, ey. Die Maschine funktioniert nicht. Die Spaghetti von vorhin, das war keine schlechte Leistung für meinen Bruder. Seitdem er Unterricht im Kochen nimmt, wird er wirklich besser. Wenn er so weitermacht, wird nächstes Jahr etwas Essbares herauskommen. Wow! Oh, was ist es denn? Dieser Hund starrt den Schnee an, in der Hoffnung, ihn in Kunst zu verwandeln. Auf dem Boden liegt eine Kiste mit Spitzen. Vorsicht vor dem Hund! Bitte Hund streicheln! Okay. Alles klärchen. Der Gedanke, dass der Hund niemals aufgibt, den perfekten Schneehund zu bauen, er erfüllt dich mit Entschlossenheit. Speichern! Dieser Hund sieht sich als Künstler, aber weiß nicht, was er erschaffen soll. Es hilft wohl nicht, dass sein Gehirn so groß ist wie ein kleiner Kauknochen. Wahrscheinlich wieder alle verwandeln. Oh! Was ist das denn? Es ist ein Schneeklumpen mit dem Wort Sans in roter Schrift. Ein Schneepapyrus. Schön. Das sollte, glaube ich, relativ easy gehen. Indem man einfach hier so die Dinger macht. Ist wie so ein Dingsrätsel. Funktioniert nur irgendwie so nicht. So rum wäre einfacher gewesen, was? Aber ich brauche erstmal einen Kreis. Funktioniert nicht mehr. Verdammt. Alles klärchen. Ich habe eine Idee, ich gehe nochmal rückwärts. So. Das Rätsels Lösung ist einfach, wenn man, Wo fange ich am besten an? Unten oben? Nee, auf gar keinen Fall. Wenn ich direkt durchschlitter, bringt mir das auch nichts. So muss ich nochmal nach. Ich versuche einfach mal rückwärts aufzudröseln. So. Okay, unten anfangen. So. War ja einfacher als gedacht. Habe ich mich nur ein bisschen verkriegt am Anfang? Kennt man ja, wenn man Rätsel zum ersten Mal sieht. Plöff! Es steht eine Brücke. Und man kann weiter hinter die Wand. Alter Schwede. Verrückt. Oh, eine Bauwelt. Das ist ein Schneespitz. Wuff. Was für eine kleine Hundehütte. Okay, ich will aber mal zuerst unten lang gehen. Vielleicht ist da ja noch irgendwas Schönes zu sehen. Ah, guck mal, er schon wieder. Was geht ab? Gruselig. Sag mal, folgst du mir etwa? Da ist eine Höhle.
Ich will doch mal zuerst oben gucken, bevor ich in die Höhle gehe. Da, 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 da. Da ist er wieder. Was geht ab bestimmt, oder? Was geht ab? Jawohl. Ne, dann gehen wir mal hier rechts gucken erstmal an der Hundehöhle vorbei. Da würde mich nämlich interessieren, was da am schönsten so zu liegen ist. Was da schönes liegt, meine ich. Oh. Ein Wau. Ein weißer Wau. Oh. Oh. Alter Schwede. Es ist der höhere Hund. Spielen. Höherer Hund ist nicht aufgeregt genug, um zu spielen. Alles klar, es riecht nach frisch gepresstem Welpensaft. Streicheln. Höherer Hund ist zu weit weg zum Streicheln. Du streichelst nur die Luft. Boah! Alter! Dann du rufst nach dem höheren Hund. Er springt auf dich zu und schlabbert dein Gesicht ab. Boah, fuck. Streicheln. Legt sich auf deinen Schoß, als du ihn weiter streichelst. Er fühlt sich so wohl, dass er einschläft. Dann wacht er auf. Er ist so aufgeregt. So. Die Musik ist so geil, ey. Spielen. Du baust einen Schneeball und wirfst ihn dem Hund zu. Der Schneeball schlägt am Boden auf. Höherer Hund nimmt allen Schnee aus der Umgebung und bringt ihn dir. Jetzt ist der Hund müde. Er legt seinen Kopf in deinen Schoß. Oh, süß. Okay. Das Kampfsystem funktioniert auch mit Tat. Ist immer interessant. Man kann die kaputtboxen, man kann sie aber auch mit Tat. Als du den Hund streichelst, legt er sein ganzes Gewicht auf dich. Du wirst langsamer. Aber du hast noch immer nicht genug gestreichelt. Oh, ausweichen. Stimmt, ich merke schon, wie ich langsamer bin. 40%. Okay, ich muss noch mehr streicheln. Du streichelst heftiger. Streichelkapazität erreicht 100%. Der Hund legt sich mit hochgelegten Pfoten auf den Boden. Fuck. Fuck. So. Höherer Hund ist glücklich. Jetzt kann ich ihn Gnade erweisen, wenn er Name gelb ist. Verschonen. Du warst siegreich. Siehst du, Leute? Es funktioniert also doch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie immer mit Tat und man muss rausfinden. Alles klar. Das ist natürlich das viel interessantere Kampfsystem, ist mit Taten und so zu experimentieren, anstatt einfach umzuboxen. Aber nun ist es zu spät. Oh, süß. Wie putzig. Was ist hier wohl? Ich hätte auch noch in der Höhle sein können. Mann, es ist so weitläufig, das Spiel. Gehe ich zuerst in die Höhle, gehe ich über die Brücke? Ach du Scheiße. Die beiden schon wieder, ey. Mensch, das ist die letzte und gefährlichste Herausforderung. Sieh her, der Spießrutenlauf des Schreckens. Oh nein. Wenn ich das Wort gebe, wird er aktiviert werden. Kanonenfeuerstacheln, Schwerter. Jeder Teil wird hoch und runter schwingen. Die Gewinnchancen werden winzig sein. Bist du bereit? Denn ich werde gleich anfangen. Na, was hält dich zurück? Was mich zurückhält? Ich werde es jetzt aktivieren. Das sieht mir nicht besonders aktiviert aus. Naja, diese Herausforderung, es scheint, vielleicht macht das unseren Sieg zu schnell. Genau, wir sollten es nicht nutzen. Ich bin ein Skelett mit Standards. Meine Rätsel müssen fair bleiben. Und meine Fallen sind mit Expertise erstellt. Aber diese Methode ist so direkt, das hat keinen Stil. Hilf fort damit! Boah! Was starrst du mich so an? Das war erneut ein bedeutender Sieg für Papyrus. Alles klar, Papyrus. Eindeutig. Ich weiß nicht, was mein Bruder jetzt machen wird. Wenn ich du wäre, würde ich sicherstellen, blaue Angriffe zu verstehen. Alles klar. Willkommen in Snowdin. Oh! Schön, schön, schön. Wir haben eine Stadt erreicht. Mit einem Laden und einem Innen. Der hat mir eine so nette Stadt erfüllt dich mit der Schlossenheit. Jawollo! Endlich sind wir irgendwo angekommen. Aber ich würde sagen, wir beenden die Party an der Stelle und freuen uns auf die nächsten Folgen. Ich gehe dann nochmal zurück zur Höhle und erforsche die ein bisschen. Aber wir haben ja dann noch so viele Möglichkeiten hier. Endlich mal! Oh, Cities! Auf dein Aufbau, auf Wiedersehen, Tschüssikowski, blablabla.